Es ist eine eiskalte und sternklare Nacht und wir sind heute draußen, um Sternspuren zu fotografieren. Und wie genau das geht, das zeigen wir euch jetzt. Zuerst müssen wir den Nordstern finden. Der große Wagen lässt sich am Himmel leicht identifizieren. Nehmen wir die vordere Achse und verlängern sie um das Fünffache, dann finden wir den Nordstern. Um ihn drehen sich alle Sterne und er muss auf jeden Fall im Bild sein. Auf der Kamera nutze ich das Tamron 17-28mm Objektiv. Um Sternspuren aufzunehmen, benötigen wir eine lange Belichtungszeit von 90 Minuten und brauchen dazu einen externen Auslöser. Bevor wir die richtige Aufnahme starten, müssen wir erst einmal testen, ob die Belichtungseinstellungen funktionieren. Und das geht mit einem einfachen Trick. Anstatt 90 Minuten bei ISO 100 zu belichten, nutze ich für die Testaufnahme ISO 6400, dafür aber nur 90 Sekunden. Auch wenn das Bild stark rauscht, können wir sehen, ob die Belichtung hell genug ist. In unserem Fall ist sie das. Ich stelle die richtigen Einstellungen ein, löse aus und mache es mir im Auto gemütlich. Anderthalb Stunden später ist unsere Aufnahme dann fertig.